Um die Mitochondrien zu stärken und im Sauerstoffwechsel zu sein, sollte ich auf meine Ernährung schauen, Eis baden und Bewegung machen. In welcher Entgiftung, Weise? Und Entgift, entgiften, ja genau. Und Ernährung, Darm, Entgiftung ja. und Darm. Ernährung, So. Entgiftung und Darm. Was heißt Ernährung? Oh, Das, ja, ja, das ist total, jetzt schocke ich dich, weil ich bin, da bin ich auch mit der Julia nicht so ganz überein. Ich habe dir erzählt von der kurzen Zeitspanne, wo die Menschheit auf der Erde ist, also die paar 3 Sekunden in den 24 Stunden da. Und nur der Mensch war in der Lage, in dieser kurzen Zeitspanne die Ernährung zu verarbeiten, nämlich mit Hitze zu behandeln. Also die Neandertaler oder so, die haben irgendwann mal das Feuer beherrscht. Und dann haben sie das, was sie erlegt haben, haben sie vielleicht übers Feuer gelegt, haben gesagt, oh, es schmeckt gut oder tut gut oder was auch immer. Die biologische Ernährung aller anderen Lebewesen auf der Erde ist nicht erhitzt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich war auch vor ein paar Jahren, war ich krank, hatte eine Hirnblutung und da habe ich für mich gesagt, nee, jetzt will ich mein Leben ändern oder muss ich auch mein Leben ändern und habe umgestellt auf nicht erhitzte Ernährung, enzymreiche nicht erhitzte Ernährung und das ist ein Quantensprung gewesen. das Ist ist nicht, ja, fermentiertes Gemüse, fermentiertes wunderbar, Fleisch. wunderbar, ganz genau, sowas. Alles, immer gucken wir mal dahin. Wie funktioniert die Natur? Wie macht die Natur das? Und die Fermentation, ja, natürlich mache ich mal Sauerkraut und alle möglichen Sachen. Ich liebe es, weil dann habe ich auch direkt also die Mikroorganismen dabei. Aber das macht die Natur auch. Weißt du, wo die Natur Fermentation macht? Die hat keine Töpfe, keine Glasgefäße und so weiter. Wo passiert Fermentation? In unserem Darm. In jedem. Das ist nichts anderes als Fermentation. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich bin ja hier in Afrika, wenn ein Tier ein anderes Tier reißt, ist es immer ein Pflanzenfresser. Ein Löwe reißt ein, was auch immer das reißt. Es sind immer Pflanzenfresser. Und das Erste, was gegessen wird, ist der Darm. Nicht der Muskel. Wir denken, der Muskel ist das Wichtigste, das Fleisch ist das Wichtigste, weil das sind Eiweiß und so. Nein, der Instinkt des Tieres führt dazu, dass zuerst der Darm und dann übrigens die Leber gegessen wird. Oder umgekehrt. Um diese Fermente aufzunehmen, die im Darm sich Richtig. befinden. Ja, Das genau. Blöder, heißt, Moment, genau. also was, wenn ich, das fragt sich jetzt der Zuschauer, wie soll ich mich ernähren, um meine Mitochondrien zu stärken? Das heißt, viel fermentiertes, Unbedingt. aber auch, also was ist fermentiertes Fleisch? Kann man, was ist das dann? Ja, Kann man, was ist das kann man fermentiertes machen. Fleisch? Also, man kann es fermentieren, auch ich esse Fleisch. Ich bin kein Veganer, weil die Natur eigentlich vegan nicht kennt. Und zwar esse ich Fleisch meist wenig. Am liebsten vom Wild. Und ich schneide das, ich mariniere das mit einer schönen Soße, mit Gewürzen, Kräutern und so weiter. Und dann trockne ich das bei 40 Grad. Also ich mache mir, nehme mal ein Beef Jerky. Und dann habe ich meine getrockneten Fleischstücke. Manchmal habe ich Lust auf Fleisch. Manchmal eher selten. Ich brauche nicht viel Fleisch. Aber mein Körper signalisiert mir irgendwann, jo, das kommt dann so wie so ein Impuls. Jetzt mach Fleisch. Und dann mache ich das. Ja. Hier Und da nicht. ist besser, dass so getrocknet heißt dann fermentiert, oder wie? Nee, getrocknet ist wirklich nur getrocknet im Dörrgerät bei 40 Grad. Und Also wann ist es für? Ja. fermentiertes Fleisch, du hast mich jetzt auf dem linken Fuß erwischt. Ich habe da zwar vielleicht eben drüber gesprochen, aber ich fermentiere vielleicht nicht. Obst und, also vor allem Gemüse fermentiere ich ohne Ende. Und ich habe auch viele Gläser fermentiert, die sind geschlossen, kommt kein Sauerstoff dran. Die sind 2, 3 Jahre alt. Dann Okay, ist das das so. heißt, viele Fermente essen. Unbedingt. Ja, dann schon Fleisch, aber eher auf die Impulse achten oder so. Ja, Und Obst, biologisches Fleisch, ja, würdest du, ja, entschuldige, kein ich habe Schwein. dich, kein Kein, Schwein. nein, ich esse kein Schweinefleisch. Ich mag es auch Warum? nicht. Okay. Weil es auch, also Für den Schweinefleisch mich. ist für den Menschen nicht gut, weil es zu Entzündungen führt.
Das Schwein ist genetisch dem Menschen relativ ähnlich. Und nee, man muss auch sehen, dass ich mag Schweine, aber das Okay. Schwein frisst jeden Scheiß auf gut Deutsch. Also, Obst isst Sehr wenig. Ich, du? weil Also, das heißt, du bist, entschuldige, du bist dann auch überwiegend in Ketose, kann man das so sagen? würde ich sagen, ja, ganz Ja, genau. du misst jetzt die Ketonkörper nicht, aber es geht wohl in die Richtung. Also ich Milchprodukte, auch null, fermentiert, null. null, nee, null, Käse, nee, also schmeckt mir auch nicht mehr. Gemüse und Proteine, Und überwiegend Gemüse, ja. Sprossen und Samen, Wildkräuter. Ich habe ein Buch über Wildkräuter geschrieben, muss jetzt ich, Okay. die ich hier alle nicht finde, weil das ist hier eine andere Klima zu, das ist eine andere. Ja, sicher. Der Löwenzahn hat es nicht bis hier unten geschafft. Entgiftung machst du wie? Weil du gesagt hast, für die Mitochondrien, wir waren bei Ernährung, Entgiftung, Darm. Die einfachste Form der Entgiftung kannst du jeden Tag machen, durch intermittierendes Fasten. Einfach den Körper Okay. Möglichkeiten geben, weißt du, nicht immer rein, sondern auch einfach, dass der Körper mal raus kann. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ganz einfach. Oder auch andere, machst du Fasten. Wir haben ja bald die Fastenzeit. Das ist nicht unsinnig, die Fastenzeit im frühen Frühjahr zu starten, weil nach einem langen Winter, wo wir uns nicht so bewegt haben, viele Plätzchen gegessen haben und so, also ich esse das nicht, aber dann ist es sehr sinnvoll, die Kräfte der Natur, es kommen langsam die Kräfte der Natur, der Okay. Wildkräuter, so. Machen eine Fastenkur. Dann Okay. kann man es natürlich noch verstärken. Es gibt Sauna, Schwitzen ist auch eine Entgiftung, Sport auch eine Entgiftung. Dann kannst du es noch mit irgendwelchen Supplements, Glutathion und so weiter. Aber nicht ausschließlich, sondern man sollte selber seinen Körper auch mal fordern. Also Sauna und Fasten sind für dich die wichtigsten Entgiftungsstrategien. Und auch die einfachsten. Okay. Jetzt kommen wir zum Cholesterin. Da haben wir jetzt in der vielen Zeit noch gar nicht gesprochen. Was haben jetzt die Mitochondrien speziell mit Cholesterin zu tun? Also Cholesterin, erstens ein lebensnotwendiger Stoff. Das habe ich, glaube ich, schon mal kurz erzählt. Es hat so einen schlechten Beigeschmack, ein Geschmäckle. Ja, Cholesterin hat mit Herzinfarkt und mit Arteriosklerose zu tun. Es ist eine gesteuerte Meinung. Du weißt auch, von wem das so gesteuert ist. Das ist überhaupt keine Frage. Cholesterin ist unendlich wichtig für unseren Organismus. Ich habe von den Hormonen erzählt und von anderen Dingen. Also ich möchte Cholesterin haben. Ich möchte nicht meinen Wert auf 120 oder so runterprügeln, um dann tief in die Depression zu geraten. Ja. Es ist wirklich ein ganz toller, weil alles, was von der Natur produziert ist und weitergeführt ist, ist ja wichtig. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel oder zu dem Wechselspiel, warum Mitte schon in deiner Rolle spielt. In der Produktion von Cholesterin wird immer ATP benötigt. Und zwar in den Mitochondrien gebildetes ATP oder informiertes ATP auf der Schwingungsebene. Diese Schwingung wird an das Cholesterin weitergegeben. Und dann entfaltet es seine, sagen wir mal, Heilwirkung. Und wir wissen zum Beispiel, wenn wir viele gute Fette, ungesättigte, also einfach und mehrfach ungesättigte Fette zu uns nehmen, über natürliche Dinge, Leinöl und was, du weißt das ja ganz genau, dann die werden in die Zellmembran eingebaut und die Zellmembran wird dann eigentlich ein bisschen zu fluide, zu wabbeligte. Und der Organismus baut dann Cholesterin als Stabilisatoren für eine gut funktionierende Zellmembran ein. Also, es ist doch faszinierend, oder? Also. Nicht das Cholesterin betrachten, sondern was ist meine Lebensweise, dass ich mein Cholesterin gut einbauen kann. Was gehört da alles dazu dann hier im Sinne der Mitochondrienstärkung? Also wir haben jetzt eh schon über Entgiftung und Ernährung. Ernährung, Entgiftung und Darm. Immer dasselbe. Es ist am Ende des Tages immer dasselbe. Und das hilft dann auch für die gesunde Cholesterinproduktion Ja, sozusagen. es ist meine Erfahrung, dass eine gesunde biologische Lebensweise zu einem
Normalisierung des Cholesterinspiegels führt. Wobei der Normwert ist natürlich auch, können wir diskutieren, weil Normwert ist, wird immer niedriger angesehen. Warum? Meine Theorie, damit immer mehr Menschen Medikamente nehmen. Weißt du, ich glaube, dass du das auch sehr gut weißt. Ja, absolut. Okay, das heißt, Es ist ein Milliardenmarkt, das weißt du. Es ist ja. wirklich ein Blockbuster für die Pharma.